Und wir haben uns das erste Mal mit Aliens getroffen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf eine Legende des Alien-Lebens getroffen sind, verbreitet sich überall auf Kaniden. Überall im kanidischen Imperium. Ja, ich glaube, der Name war nicht so ganz toll. Wie ein Lauffeuer. Unsere Bürger sind von diesen Wesen fasziniert und die Medien sind voller Berichte und Spekulationen über ihre Kultur und Gesellschaft. Die Offenbarung, dass wir nicht allein in dieser Galaxie sind, wurde auf Canis Magna größtenteils gefeiert. Größtenteils. Da gibt es wieder Ketzer, die hier nicht an unsere glorreiche Zukunft glauben. Mit diesen Aliens vielleicht zusammen. Mal gucken. Die Aliens scheinen wie wir relativ neu auf der galaktischen Bühne zu sein und ihr technologisches Niveau kann mit dem unseren verglichen werden. Das ist ein wichtiges Ereignis. Oh, forschen. Und jetzt müssten wir da oben sein. Da sind sie. Evading hostile fleet. Und hier. Immer noch da. Ja, die sind nicht wirklich schnell. Aber sie fliegen auf jeden Fall durch das System durch. Ja. Wir könnten jetzt erstmal eine Botschaft etablieren. Eine Botschaft bringt uns bessere Beziehungen, steht auch schön hier. Und ich denke mal, das können wir eigentlich mal machen. Wir müssen uns überlegen. Haben eine größere Flottenstärke. Aber das soll ja erstmal kein Problem für uns sein. Grenzkonflikte. Grenzkonflikte. Wir haben nicht mal eine gemeinsame Grenze. Naja. Ja. Wir haben eine Führungsgröße von 10. Ach, das sind Pilze. Fungoide. Wollen wir uns mit Fungoiden anfreunden? Mit Pilzen? Na, wir machen es einfach mal. Mal gucken, was da rauskommt. Aber es ist schon mal ganz gut, dass ich mir jetzt hier oben dieses Thema als nicht so extrem wertvoll ansehe, weil das für uns erstmal bedeutet, dass wir ganz in Ruhe. In der Nähe von Dirban 5 oder Dirban war, sind die uralten gefrorenen Überreste von fast 1000 Aliens gefunden worden. Die Leichen stammen von über einem Dutzend verschiedener Spezies und die ersten Datierungsversuchen zufolge sind sie ungefähr 600.000 Jahre alt. Das würde wieder in der Zeit der Cybrex passen. Stammen also etwas jener Zeit, in der das Cybrex-Maschinenbewusstsein dieser Galaxie verwüstete. Ja, da steht's auch. Situation Log updated. Meine Schlussfolgerung war also komplett sinnlos, haben sie mir auch so schon gesagt. Geh zu. Research complete. Kehr mal um. So, jetzt bitte. Hallo. Was brauche ich dafür? Wissenschaftlerstufe 5 oder höher. Uncool. Ah, Forschungsgeschwindigkeit erhöht. Jetzt wird's schwierig. Aber ich denke mal, ein Fusionsreaktor ist eine Schiffsausrüstung, sieht man auch hier. An diesen S, M und L, das ist auch eine Schiffsausrüstung. Hat diverse Einflüsse, aber ich denke mal, Fusionsreaktor ist ganz gut, weil im Moment haben wir jetzt eigentlich keinen Bedarf an weiteren Kolonien. Wir haben ja noch keinen Planeten gefunden, wo es sich wirklich lohnen würde. Also denke ich mal, dass das im Moment erstmal so passt. Ach, das Forschungsschiff ist wieder da. Dann. Ich stürze das Prius erkunden. Oh mein Fliegen. Das ist ein neuer Versuch. Vielleicht sind sie inzwischen weg. Du baust. So, was macht denn unser Klon? Ja, ihr seht ja hier. Wir produzieren 3. Und das hat auch den Hintergrund. Produzieren ein bisschen mehr, deswegen sind es 3,3, weil wir durch das Empire, durch unser Imperium sozusagen einen kleinen Bonus bekommen auf den Abbau von Rohstoffen. Und wir bauen jetzt hier halt deswegen 3 ab, weil wir diese Hydrokulturform gebaut haben, die gibt uns 1 und das Gelände selbst gibt uns 2. Das heißt, jetzt wächst unsere Bevölkerung noch ein klein bisschen schneller, wie 1,1, wie es sozusagen auf einem Heimatplaneten auch wäre oder ist. Apropos Heimatplanet und Nahrung und ja. Ja, wir haben noch einen Bonus. Ich denke aber, wir werden hier unten mal eine Hydrokulturform bauen. Weil wir ja trotzdem auch noch mehr Nahrung brauchen. Schon wieder immer noch da. Mein Gott, seid ihr langsam. Oder die scannen vielleicht auch. Was willst du? Ich denke, wir werden vielleicht mal die Alpha-Aliens untersuchen und einfach mal gucken, ob die uns was Böses wollen. Dirban. Was gibt hier drüben weiter? Ich denke, das wird jetzt erstmal so der erste Schritt werden, dass wir die Alpha jetzt nochmal untersuchen. Denn ich möchte. Unidentifiziertes Reich. Oh. Moment. Von Canis Magna fliehende Rebellen und Dissidenten haben an den Rändern unserer Raumreichs eine Raumflotte von Gesetzlosen gebildet.
indem sie mehrere zivile Schiffe zu Kriegsschiffen umbauten. Unter dem Namen Lost Fleet verbreitet diese Terroristen nun entlang unserer zivilen Schiffsrouten Angst und Schrecken. Angesichts der Schwere ihrer Verbrechen wurden sie zum Tode verurteilt, wenn das nichts ist. Wir müssen die Ordnung um jeden Preis wiederherstellen. Ah, Piraten. Rebellen. Geht ja schon gut los. Das ist schlecht. Was sind sie denn, die Rebellen? Rebellenflotten. Ich komme mir so ein bisschen erinnert vor an gewisse Filme, die auch Rebellen sind. Aber wir haben noch keinen Todesstern, also ist die Verbindung jetzt noch nicht so umfassend. Eventuell sollen wir trotzdem ein wenig aufrüsten. Und schon mal kurz gucken. Hostile Fleet detected. Hostile Fleet detected. Da sind sie. Unsere Piraten. Ja, sie sind 11. Flottenstärke. Ich denke, wir schicken mal unsere Kampfflotte wieder nach Hause. Ja, und da kommen sie. Sieht jetzt auch so aus. Geht jetzt gerade hier anscheinend nicht, aber die sehen ähnlich aus wie unsere. Vagabond Class, feindlich. Roll trägt den Iridor. Böser Bube. Ja, ich verstehe gerade, wo sind hin? Da. Ich werde jetzt nicht meine schönen Basen hier angreifen, oder? Schon. Was macht das Forschungsschiff hier macht? Ach, sind wir noch hier. Ja, dann fängt das mal an. Bevor du die ganze Zeit rumstehst und nichts machst, machst du lieber was Sinnvolles. Oh, wir haben Piraten. Piraten! Ich glaube, die greifen tatsächlich unsere Außenposten. Das ist nicht in Ordnung. Okay, ich denke mal. Ich vermute mal, es wird reichen, wenn wir jetzt ein paar von unseren Standard-Kampfschiffen bauen. Wir haben bis jetzt ja eh noch nicht wirklich was Besseres von der Technologiestufe her, weil wir haben jetzt zwar Automarketen erforscht, aber das ist das gleiche Technologie wie unsere Projektilwaffen. Ja, und jetzt greifen die natürlich unsere schöne Basis an. Und die haben sogar Raketen-Schweine. Also er sagt uns, dass es sind wahrscheinlich Forscher, die ja uns Amok laufen. Dann wurde, wir haben jetzt Kontakt zu einer Alien-Rasse aufgenommen und jetzt laufen wir aber. Natürlich nicht nett. Aber ich meine, die haben 4 Schiffe, wir dann 5 haben. Können wir zum Schießen schießen, wenn es der gleich. Das kann sich nicht wehren. So, Weltraumübung. Ja, das sind diese lustigen Gerätschaften, die wir sozusagen die ganze Zeit mit einer Stärke von 150 durch die Gegend fliegen gesehen haben. Situation. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, sie zu beobachten. Das machen wir einfach mal. Weltraumübung. Tja, die Heinz ist immer noch. Bösen Bummi, ja. Also ein bisschen Schaden haben sie auch schon genommen. Also es wehrt sich doch ein bisschen. Ja, nicht wirklich sonderlich toll. Ah. Ah doch, hat eine kleine Kanone, kann ich aussehen. Also muss ich da kurz mal so einen kleinen gelben, ja, da kann wieder was. Also ein bisschen werden kann sie es, aber nicht wirklich erfolgreich. So, unsere Nachbarn haben sich auch schon ein bisschen ausgebreitet und wir sehen schon hier, ah, sehr schön. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier uns auch auszubreiten, aber wir haben ja Piraten hier. Das heißt, wir müssen erstmal mit den Piraten auf Konfrontationskurs gehen, damit wir uns hier behaupten können gegen unsere bösen Abtrünnigen. So, fliegst mal dahin. Du fliegst auch erstmal nach Hause. Ja, das ist aber plus 1. Ich brauche aber 2 davon. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die zusammenzufügen. Eins kaputt. Es sind schon 5. 124 und die haben eine Stärke von 100.
Hilf. Special Project complete. Ich glaube, ich baue lieber noch eins. Weil ich möchte hier jetzt nicht meine ganze Flotte verballern. So. Ja. Und sie haben unsere Forschungsstation am Leben gelassen. So, ich vertrete das Igarian Hierarchy und hat mich ermächtigt, euch Grüße zu ermitteln. Solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet und unseren großartigen Anführer verehrt, Kaiserin Yakana 1, die erste wahrscheinlich, sehe ich keinen Grund dafür, weshalb sich unsere Beziehungen verschlechtern sollten. Also das ist wahrscheinlich auch eine Monarchie oder sowas in der Richtung. Ja, mit einem Anführer. Ja, wir werden erstmal alle Freunde. Alle Freunde sein. Ist die Frage. Gehen wir mal auf Kontakte. Das sind ja unsere direkten Nachbarn. Und die haben eine Rivalität mit Igarian Hierarchy. Die mögen uns nicht, weil abstoßend. Ja gut, sie sehen jetzt nicht wirklich schön aus, aber gab die Ingenieure. Anpassung Wüste. Also ich vermute mal, wir werden uns eventuell mit diesen Republican Suns hier zusammensetzen und mal gucken, ob wir uns nicht eventuell über unsere netten abstoßenden Freunde da mal unterhalten wollen. So, du erkundest hier weiter. Und der Raumhof ist fertig. Das heißt, unsere Flotte hat jetzt eine Stärke von 149. So, und jetzt unsere Piraten sind jetzt weg. Flieg mal dahin. Baust du hier das wieder auf? Wobei, Moment, du fliegst einfach nochmal dahin. Weil es brauchen erstmal nur Mineralien. So. Bergbaustation bauen. Du Konstruktionsschiff baust. Jetzt erstmal dahin. So, unsere Piraten, wo sind sie denn hin? Also hier oben sind die anderen. Die Guardian Hierarchy. Anomaly found. Über dieser Welt treibt ein Uralorbital-Schiffswerft. Oh. Schiffswerft. Offensch ist trotzdem. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Schiffswerft kann nämlich heißen, dass wir da was Schönes finden. Jetzt haben wir Arbeitslosigkeit. Ja, ich habe jetzt nichts gebaut hier. Ich denke mal, wir bauen eventuell noch eine. Ein Bergbaunetzwerk. Ja. Weil Credits sind zurzeit nicht das Problem. Aber unser Problem sind zurzeit die. Was? Außerhalb unserer Grenzen. Ah, es ist noch zu weit weg. Dann fliegst du halt darüber. Eins. Ja, du fliegst mal hier. Baust hier eine Bergbaustation. Es wird nach und nach weitere Möglichkeiten geben, unseren Einflussbereich ein bisschen weiter auszubreiten. Aber für den Moment ist es leider doch außerhalb des Einflussbereichs. Schade. Aber wir haben zumindest den Planeten hier drin. Automatisiere Schiffswerft. Während der Erkundung oder ihrer Erkundung von Ende 4 entdeckte die Askarmidur. Askarmidur, Roboter, der Überrest eines automatisierten Schiffs, einer automatisierten Schiffswerft. Sie ist mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schweren Raketenbeschuss gestanden zu haben. Eine ihrer Fertigungshallen ist aber immer noch betriebsfähig, wenn das nichts ist. Wissenschaftler Virpim Denpiriam ist zuversichtlich, dass die Energieversorgung der Schiffswerft wiederhergestellt werden kann. Dies wird jetzt doch ein großes Projekt bedeuten. Situation Log Update. Das heißt, wir können mal versuchen, diese Schiffswerft wieder in Betrieb zu bekommen. Und das könnte eventuell auch bedeuten, dass wir unter Umständen vielleicht eine Schiffssiedlung oder vielleicht auch ein Schiff. Größeres vielleicht, als wir haben. Das ist doch mal interessant. So, jetzt gucken wir mal, wo unsere Piraten sind. Das sind die Alienschiffe. Ich denke mal, die werden sich nicht zu lange verstecken. Und werden bald wieder da sein. Aber Zeit ist für diesmal erstmal wieder rum.
Wir haben hier einiges diesmal geschafft. Wir haben einen neuen Planeten kolonisiert, haben uns ein wenig ausgebreitet, wir haben die ersten Kontakte geknüpft. Freundlichere und weniger freundlichere. Ja, ein wenig erkundet. Auch schon die ersten Aliens erkundet oder entdeckt sozusagen. Die Alpha-Aliens sind also Space-Amöben. Ja. Und ich denke mal, dann werden wir in der nächsten Folge oder beim nächsten Mal dann feststellen, was denn sozusagen es mit diesen Space-Piraten auf sich hat, unseren Abtrünnigen, und was sozusagen uns erwartet bei dieser lustigen, was ist denn jetzt überhaupt, der Schiffswerft. Jo, und ich denke, das ist doch ein ganz guter Anfang oder ein ganz gutes Ende erstmal. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Stellaris.